Die Corona-Zahlen in Deutschland, sie explodieren weiter. Gesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet daher bis Mitte Februar mit Hunderttausenden Neuinfektionen pro Tag. Erst dann schwebt die Omikron-Welle wieder ab. Unterdessen droht Millionen geimpften Arbeitnehmern im Fall einer Corona-Quarantäne das Ende der Lohnfortzahlung. Und die Stimmung zwischen Geimpften und Gegnern der Impfung, sie wird immer aufgeheizter. Malditos antivacunas! Ihr verdammten Impfgegner, tobt der bekannte mexikanische TV-Moderator Leonardo Schwebel. Vor laufenden Kameras verliert er die Beherrschung. Ungeimpfte seien Idioten, Tennisass Djokovic ein potenzieller Mörder. Manchmal müsse man schreien, damit Leute zuhören, so Schwebel nach seinem Ausraster. Weniger aufgepeitscht, dennoch eindrücklich warnt Gesundheitsminister Lauterbach vor bald mehreren hunderttausend Corona-Infektionen pro Tag. Das Problem, Deutschland habe eine hohe Zahl an älteren Ungeimpften, anders als etwa Italien, Frankreich oder England. Die richtige Belastungsprobe für die Intensivstationen erwartet Lauterbach daher Mitte, Ende Februar. Spätestens dann fordert Sachsens Ministerpräsident Kretschmer deutlich verschärfte Schutzmaßnahmen. Wenn die Krankenhäuser voll sind und Menschen, die einen Verkehrsunfall haben, Schlaganfall haben oder eine dringende Tumorbehandlung haben, nicht mehr behandelt werden können, dann muss gehandelt werden. Nicht mehr nur Ungeimpften, auch Millionen ein- und zweifach geimpften Arbeitnehmern drohen im Quarantänefall künftig Lohnausfälle. Da die Ständige Impfkommission die dritte Impfung empfiehlt, könnten Arbeitnehmer den Arbeitsausfall verhindern. Wenn sie in Isolation müssen, bekommen sie dann keinen Lohn. Keine Quarantänepflicht mehr hingegen für Kita- und Schulkinder fordern Kinderärzte, wenn diese nur Kontaktpersonen sind, aber negativ getestet.